Das sind die LTV-Themen vom Freitag. Große Investition für Cottbusser Raubtiere. Mädchen greifen zum Werkzeug. Und Nachwuchskicker träumen von der Bundesliga. Mehr dazu gleich hier im Anschluss. Große Herbstmesse mit verkaufsoffenem Wochenende im Möbelzentrum Großreschen vom 11. bis 13. Oktober mit exklusiven Einkaufsvorteilen. Bis zu 30% beim Möbelkauf und beim Küchenkauf bis zu 50% Rabatt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Achtung, bei einem Küchenneukauf ab 3.999 Euro bekommen Sie den Geschirrspüler geschenkt. Erleben Sie das Programm zur Herbstmesse mit unseren Live-Gewinnspielen und dem Siemens Live-Cooking mit herrlichen Köstlichkeiten zum Genießen. Nutzen Sie unseren besonderen Service wie die kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Die Kultusministerkonferenz in Berlin hat heute den neuen Schulleistungsreport vorgestellt. Demnach sind Schüler im Osten Deutschlands in Mathe und Naturwissenschaften leistungsstärker als ihre westdeutschen Altersgenossen. Alle Ost-Bundesländer liegen statistisch deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Nur Bayern und Rheinland-Pfalz erzielten ähnliche Ergebnisse. Bei dem Test wurde das Wissen von 44.000 Neuntklässlern geprüft. Basis für die Aufgaben waren die für alle Bundesländer verbindlich eingeführten Bildungsstandards. Am gestrigen Donnerstag war Internationaler Tag des Hundes. Dem Cottbusser Tierpark war das aber egal. Dort drehte sich gestern nämlich alles um die großen Katzen. Die bekommen jetzt ein neues Zuhause. Jahrelang lebten Simti, Faja und der Pole als einzige Raubtiere im Cottbusser Tierpark. Doch das wird sich bald ändern. Im nächsten Sommer ziehen wieder Tiger in Brandenburgs größten Tierpark ein. Damit sich die Großkatzen auch wohlfühlen, entsteht zurzeit ein modernes Raubtierhaus. Gestern wurde dafür der Grundstein gelegt. Für Cottbusser Verhältnisse ist es natürlich schon ein großes Projekt, was wir nur mit vielen, vielen Partnern stemmen konnten. Es ist natürlich immer schwierig, an Fördergelder ranzukommen. Deswegen sind wir der Stadt sehr dankbar, dass sie uns seit vielen Jahren dort unterstützt hat, dicke Bretter zu bohren und eine Möglichkeit zu finden, über das Interreg-Projekt hier Fördermittel als deutsch-polnisches Projekt zu bekommen. 1 Million Euro kostet die Anlage. Eine stolze Summe, die sich aber lohnt. So entsteht unter anderem ein geräumiger Besucherbereich mit gutem Blick auf den Gemeinschaftskäfig der Tiger. Die Raubtiere erhalten eine naturgetreue Innenausstattung und ein 1000 Quadratmeter großes Außengehege. Mit der Planung der Anlage wurde die Architekturfirma Frank Kirsten beauftragt. Und auch wenn man sich auf Zooanlagen spezialisiert hat, ist das Raubtierhaus trotzdem ein Mammutprojekt. Das Extremste war die Zeit eigentlich, wir wurden 2010 angesprochen im Herbst, ob wir in kürzester Zeit einen Entwurf machen können, weil die Fördergelder der Termin für die Fördergelder so knapp war. Und dann habe ich spontan gesagt, weil der Zoodirektor uns auch empfohlen wurde, er ist guter Partner, okay, wir machen das in 2 Wochen. Seit 1968 waren Tiger im Cottbusser Tierpark vertreten. Mit dem Tod von Turan endete diese Ära vor 6 Jahren. Für Tierparkdirektor Jens Kämmerling war es deshalb wichtig, die Tradition wieder aufleben zu lassen. Jedoch musste dafür ein neues Domizil her. Die Ansprüche haben sich natürlich sowohl an die Tierhaltung geändert, wie auch der Besuchergeschmack ist ein bisschen anders geworden. Deswegen sieht das heute natürlich ein bisschen anders aus als 1968. Wir haben hier große, große Anlagen und freuen uns, 2014 alles fertig zu haben. Doch damit nicht genug. Die Planungen für einen zweiten Bauabschnitt des Raubtierhauses laufen bereits. Die Fertigstellung des ersten Abschnitts ist für Sommer 2014 geplant. Und dann wird der Tierpark wieder um eine Attraktion reicher. Morgen findet in Cottbus wieder die Nacht der kreativen Köpfe statt. An 20 Standorten gibt es dann wieder viel zu entdecken. Ein Hingucker wird sicherlich wieder der Wasserturm in Sachsendorf sein. Genau den können Besucher der LWG dann nämlich nachbauen. Auf die Ohren gibt es dann auch was. Der Musiker Mario Hees hat extra für die Nacht eine Wassermusik komponiert. Spätestens der Ausblick vom Turm sollte dann auch die Letzten überzeugen.
Einen Besuch wert ist auch das Probebühnenzentrum des Staatstheaters Cottbus. Gemeinsam mit der GWC macht man hier die Tore für Besucher auf. Hier können Sie Proben zu aktuellen Inszenierungen verfolgen. Oder aber Sie sind bei der spektakulären Feuershow der Gruppe Ravenchild dabei. Wir von LTV werden auch bei der Nacht der kreativen Köpfe unterwegs sein. Am Montag stellen wir Ihnen dann noch ein paar weitere interessante Stationen vor. Technikberufe gelten immer noch als Männerdomäne. Dass aber auch Frauen Interesse dafür haben, zeigt hier Aktion Mut, Mädchen und Technik im Frauenzentrum. Das ist ein Projekt, was sich dem Ziel verschrieben hat, Stereotype aufzubrechen und Stereotype zu verändern. Ein Stück weit kann man dieses Projekt auch als eine Art Berufsvorbereitung, Berufsinformation sehen. Mit der Besonderheit, dass wir uns einerseits die Zielgruppe der Mädchen im Kita- und Grundschulalter ausgesucht haben und gleichzeitig mit dem Ziel, Mädchen für Technik, Handwerk, IT und Wissenschaft zu begeistern. Zum zweiten internationalen Weltmädchentag wurden für Kitas mehrere Stationen mit handwerklichen und technischen Aspekten aufgebaut. Im Keller konnten Mädchen und junge Frauen Holz schleifen und sogar löten. Direkt nebenan mussten die Kinder einen Schaltkreis herstellen. Wenn alle Leitungen richtig miteinander verknüpft sind, dann ertönt ein Piepen. Weitere handwerkliche Übungen gab es im ersten Stock. Unter der Leitung von Jürgen Fiebiger, Mentor bei der Industrie- und Handelskammer, lernten die Mädchen fachmännisch Drähte abzuisolieren. Seiner Meinung nach sind Mädchen auf jeden Fall für technische Berufe geeignet. Dadurch, dass Mädchen mitunter mehr Fantasie haben als Jungs, können sie sich Zusammenhänge besser erklären und haben auch, wenn man jetzt ein Projekt macht zum Beispiel, bessere Ideen als Jungs. Jungs sehen immer nur das Praktische und Mädels sehen immer noch ein bisschen das drumherum. Also die haben auch ein bisschen Gefühl für Aussehen. Und ich sage mal, eine Anlage muss ja auch nach was aussehen. Ich kaufe ja als Kunde nicht nur die Anlage, ich will ja eventuell auch sagen, guck mal, das ist jetzt gebaut worden und das sieht auch gut aus. Mut, Mädchen und Technik ist ein dauerhaft laufendes Projekt. Das Ziel, Mädchen mehr Mut zu geben, sich an sogenannten Männerberufen ranzutrauen. Die Bilder zeigen, Interesse haben sie schon mal. Und wir bleiben beim Thema Mädchen und klassische Männerrollen. Fußball galt lange Zeit als typischer Männersport. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten glücklicherweise geändert. Großen Anteil daran hatten zweifelsohne die Erfolge unserer Frauennationalmannschaft. Immer mehr Mädchen träumen seitdem davon, irgendwann auch einmal vor tausenden Fans aufzulaufen. So auch Emily Bartel. Ein großes Fußballfeld, ein leeres Tor, ein Ball. Und 42 junge Fußballbegeisterte. Eine von ihnen ist Emily Bartel. Fußball ist für die Neunjährige nicht nur Sport, sondern Leidenschaft. Daher ist auch schon klar, was sie später mal werden will und vor allem, wo es mal hingehen soll. Ja, dass ich Fußballspielerin werde und dass ich bei Bayern spiele. Um ihrem Ziel näher zu kommen, nimmt sie am FCE Fußballcamp teil. Das sportliche Ferienlager findet bereits zum vierten Mal in diesem Jahr statt. Geleitet wird das Projekt unter anderem von Jens Hischke. Zweck des Fußballcamps ist, dass wir eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für die Kinder haben wollen, dass sie im Prinzip Fußball spielen sollen, Spaß am Sport haben und wir im Prinzip auch, sag mal, allen die Möglichkeit geben wollen, auch die Fußball spielen und auch nicht Fußball spielen, dass sie hier einfach sich mal ausprobieren können. Vom einfachen Dribbeln bis zu verschiedenen Schusstechniken. All das, um sich am Ende der Trainingswoche das goldene DFB-Fußballabzeichen zu verdienen. Diese Auszeichnung bekommen die Kinder, wenn sie beim abschließenden Sportfest mindestens 230 Punkte erreichen. Und die sammelt man über 5 Stationen. Auch Emily Bartel trainiert für dieses Abzeichen. Dennoch nimmt sie sehr viel mehr von diesen 5 Tagen mit. Hier beim Spiel konnte ich lernen, dass wir abspielen, also dass wir zusammenspielen sollen. Und bei den verschiedenen Stationen, dass wir auch Ruderboot und was anderes lernen konnten. Denn in dem Fußballcamp ging es nicht nur darum, professionell zu spielen, sondern auch einfach nur um Spaß. Auf jeden Fall beweist Emily Bartel, dass Fußball kein reiner Männersport ist. Emily hat es übrigens geschafft. Mit 235 Punkten hat sie heute das goldene Abzeichen bekommen. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung. Am Montag gibt es unsere Eindrücke von der Nacht der kreativen Köpfe. Außerdem sind wir beim Kirmeswochenende im Lausitzpark dabei. Schalten Sie also auch dann wieder ein. Schönes Wochenende, tschüss, machen Sie es gut.
Das neue Gesicht der Herbstmesse. Mit neuem Gesicht präsentiert sich die traditionelle Herbstmesse Cottbus vom 18. bis 20. Oktober. Über 250 Aussteller auf über 10.000 Quadratmetern. In den Bereichen Wohn- und Gartenmarkt, Vital- und Aktivmarkt, Freizeit- und Kreativmarkt, in der Leckerlausitz und im neuen Ausstellungsbereich Mobile und Agile gibt es viel zu entdecken. Erleben Sie die Ausstellung für die ganze Familie mit vielen Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren. Bei der Herbstmesse vom 18. bis 20. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr in der Messe Cottbus. Denn mit dem Internetfernsehen HBB-TV werden Sie zum Programmdirektor. Der rote Knopf auf der Fernbedienung, Ihr Zugang zur ganzen Vielfalt bei BBMV rund um die Uhr, jederzeit. Mit dem gelben Knopf geht's zu den Beiträgen übersichtlich und kinderleicht zu bedienen. Alles, was Sie brauchen, ist ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät und ein Internetzugang. Auch über eine HBB-TV-taugliche Satellitenbox sind Sie dabei. Alles ist möglich, denn HBB-TV ist doch kinderleicht! Erleben auch Sie im 8. Showjahr einen Abend der Superlative. Mit Punsch am Feuer, Weihnachtsbuffet und einer fantastischen Show in der alten Chemiefabrik. Dieses Jahr Winterwunderland und Dinner. Broadway-Feeling pur mit Wanda K. Stimmgewaltige Interpretationen der ganz Großen des Showgeschäfts. Diese phänomenale Show dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Vom 29. November bis 20. Dezember, immer donnerstags bis samstags, Winter, Wunderland und Dinner. Ihre Weihnachtsfeier der besonderen Art. In der alten Chemiefabrik. Jetzt das Firmen-Sorglos-Paket reservieren. Weihnachtsbuffet, Show und Tanz für 59,95 Euro pro Person. Informationen und Reservierungen unter Cottbus 48 3x6 21 oder www.alte-chemiefabrik.de. Landskron, die private Braumanufaktur, präsentiert Ihnen das Wetter. Am Freitag lag eine dichte Wolkendecke über der Stadt. Diese brachte auch Regen mit sich. Bei schwachem Ostwind lagen die Höchsttemperaturen bei 16 Grad. Bewölkt und regnerisch wird es auch in der kommenden Nacht. Die Temperaturen kühlen sich aber kaum ab. Das Thermometer sinkt auf gerade mal 12 Grad. Der Samstag startet verhalten. Erst gegen Abend wird es etwas schöner. Dann lässt sich auch die Sonne wieder blicken. Die Temperaturen pendeln zwischen 15 und 17 Grad. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats Oktober, Landskron Puppenschulze Schwarzes. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Willkommen beim Testsieger mit der Zweierkombi von Tele Columbus. Unsere Doppelflat bietet Ihnen Internet bis 128 Megabit und super günstiges Telefon. Doppelflat, doppelschnell, doppelgünstig. Und das alles schon ab 19,99 Euro im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele Columbus Shop. Tele Columbus. Wir sind da. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit.
ganz nah dran. BB, MV, Lokal-TV. Der Gemeinschaftssender aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Täglich von 17 bis 23 Uhr, aktuell und ganz lokal. Jederzeit verfügbar als Internetfernsehen. BB, MV, Lokal-TV.